Are you shooting this in one go? Yeah, no. I'm never shooting anything in one go. So, lange habe ich mich schon nicht mehr gemeldet und es ist sehr ungewohnt, wieder vor der Kamera zu sitzen und zu sprechen. Ich möchte auch gar keine Entschuldigungen irgendwie oder Gründe nennen. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und jetzt gerade dachte ich mir, ich gebe euch ein kleines Update, weil ich schon, glaube ich, 2 Monate nichts mehr gepostet habe. Weil ich einige Videos hier filme auf meiner Reise, die ich auch gerne mit euch teilen will. Und damit die nicht einfach so kommen, sondern irgendwie ihr einen Bezug dazu habt, gibt es jetzt mal 10 Dinge, kurz und knapp, die sich bei mir in den letzten Wochen, Monaten so getan haben. Nummer 1, ich habe wieder angefangen, Weizen zu essen. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos mal erzählt, dass ich so Hautprobleme hatte und dann aufgehört habe, Weizen zu essen, dann ist es besser geworden. Es ist tatsächlich besser geworden dadurch und jetzt ist es wieder ein bisschen schlechter, aber ich konnte einfach nicht auf Brot verzichten und auf Avocados und auf Haferflocken. Und ja, das ist alles jetzt wieder Teil meines Speiseplans. Nummer 2 sollte eigentlich Nummer 1 sein, weil es am wichtigsten ist. Ich bin gerade auf Reisen. Ich habe meine Reise in Australien begonnen, war dann in Bali, Vietnam und bin jetzt in Kambodscha. Die Reise geht noch bis 20. Jänner, das heißt, ich bin noch einige Wochen unterwegs. Ich habe auf meinem Instagram und auf meinem Blog euch immer wieder schön geupdatet und dort findet ihr auch einige Guides und so weiter, falls ihr auch in der Gegend unterwegs seid. Ich habe auch sehr, sehr viele Anfragen bekommen für ein Packvideo. Das kommt auch auf jeden Fall. Ich bin verified auf Instagram. Das ist so ein random Fact, aber ich habe mich so sehr darüber gefreut. Das war so irgendwie ein Ziel für mich, weil ich schon so lange auf Instagram unterwegs bin. Und es ist zwar nur eine Klitzekleinigkeit, aber es hat mich voll gefreut und das war so ein Highlight von den letzten Wochen. Ich habe meine eigene Brille mit Mr. Specs designt. Ich habe einen ziemlich großen Kopf. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß das. Und bei mir ist es wirklich unglaublich schwer, die richtige Brille zu finden. Die Nina, eine Freundin von mir, hat einfach das perfekte Brillengesicht und ich war immer so neidisch, weil egal welche Brille sie aufsetzt, sie schaut einfach super aus. Und bei mir, ich schaue einfach aus wie Albert Einstein, weil jede Brille mini klein auf mir ausschaut. Also falls ihr dasselbe Problem habt, könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Ich habe euch die Brillen unten verlinkt. Das nächste ist ein Highlight von wahrscheinlich den letzten 5 Jahren, nicht nur von diesem Jahr. Meine Schwester hat geheiratet. Das war eine wunderschöne, unglaublich schöne Hochzeit. Ich habe alles mitgefilmt und fotografiert für sie und es war, ich glaube, das war einer der schönsten Tage, die ich jemals erlebt habe. Ich war noch nie wirklich auf einer Hochzeit und für mich war das deswegen auch sehr speziell und vor allem auch, weil es meine Schwester war und meine ganze Familie zusammen war und es war einfach, oh, ich bekomme eine Gänsehaut. Es war einfach so, so schön. Ich habe die Fotos mit euch geteilt auf meinem Blog, den kann ich euch unten verlinken. Ich werde noch mit ihr reden wegen dem Video. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich euch ein paar Ausschnitte davon zeigen darf, falls ihr das sehen wollt, wie ich das so gefilmt habe. Ich habe einen Jahresvorsatz fürs Jahr 2018 fertig gemacht bzw. habe das Ziel erreicht. Ich hatte nämlich das Ziel, mindestens 15 Bücher 2018 zu lesen und ich bin wirklich so eine Leseratte geworden. Ich weiß nicht, wie es bei mir geklappt hat, aber es hat einfach Klick gemacht und ich habe einfach die Liebe fürs Lesen gefunden und ich kann euch auch voll gerne, wenn euch das interessiert, so Buchreviews posten auf einem Blog oder hier auf YouTube, wie auch immer. Ich poste immer mal wieder Bücher oder Ausschnitte von Büchern auf meinen Instagram Stories. Da habe ich auch ein Highlight auf meinem Instagram-Profil. Da findet ihr alle Bücher-Stories, die ich bis jetzt gepostet habe. Aber ja, 15 Bücher habe ich fertig. Ich habe die letzten paar, die ich gelesen habe, waren The Art of Dancing in the Rain, Vagabonding und The Perks of Being a Wallflower. Habe ich auch gelesen. Fand ich alles sehr, sehr gut und ich würde echt gerne mal ein Video vielleicht darüber machen. Also wenn euch das interessiert, schreibt es mal im Kommentar. Ich habe eine Beichte und zwar habe ich ein Ei gegessen. Ich bin seit fast 3 Jahren vegan und habe schon immer das Problem gehabt, dass ich wirklich gerne Eierspeis esse und darauf sehr ungern verzichtet habe. Alles andere war für mich kein Problem und es war nach wie vor kein Problem, aber bei den Eiern war es immer schon so, vielleicht probiere ich mal wieder eins. Und ich war im Sommer, das ist eigentlich schon einige Monate jetzt her, bei meinem Bruder im Mittelburgenland und er hat eigene Hühner in seinem Garten. Also er hat einige Hühner da herumlaufen, frei herumlaufen. Ja, ich habe dann einfach so spontan, und er war voll überrascht und seine Mama war auch voll überrascht, ich habe dann einfach so spontan gesagt, könnte ich eine Eierspeis haben, bitte? Und ja, die Erfahrung, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie war's? Esse ich jetzt wieder Eier? Bin ich jetzt überhaupt noch vegan? Es war interessant. Es war nicht so gut, wie ich es mir erhofft hätte.
Und trotzdem war es ganz cool, mal über meinen Schatten zu springen und sowas mal zu machen, weil ich wirklich extrem streng bin eigentlich mit mir, was vegane Ernährung angeht. Habe aber seither kein Ei mehr gegessen und habe eigentlich auch keine Lust darauf. Aber meine Tante hat bald Hühner, also hat bald wahrscheinlich Eier. Die Hühner legen bald Eier hoffentlich. Und wenn sie dann Eier hat, werde ich wahrscheinlich wieder mal welche essen. Aber sehr selten und nur, wenn ich Lust drauf habe. Aber es tut gut, mal eher so intuitiv zu essen und sich nicht so festzunageln. Ein weiterer Punkt, der meine Arbeit sehr beeinflusst. Ich bin jetzt Teil von Cover Communications, das ist meine Agentur. Ich habe da eine voll liebe, nette Managerin, die Laura, und sie managt für mich jetzt alle Kooperationen. Heißt nicht, dass mehr Kooperationen kommen werden, sondern es heißt einfach, dass alles ein bisschen smoother und schöner ablaufen wird und ich auch weniger Stress habe und mich mehr auf die kreativen Sachen konzentrieren kann, was mich voll freut und auch schon zum nächsten Punkt bringt. Ich habe meine eigenen Presets herausgebracht. Ich hasse es eigentlich. Ich finde es so nervig, wenn diese ganzen Travel-Instagrammer auf einmal Presets rausbringen und ich mir immer denke, okay, wir haben jetzt genug Presets schon gesehen. Deswegen habe ich bis jetzt das nicht gemacht. Aber ich habe wirklich in den letzten Wochen, gerade auf der Reise, voll viel mit Lightroom gearbeitet und voll viel meine Presets verbessert und die ich schon immer verwende, einfach besser gemacht. Und habe auch von euch auf der Reise voll viele Fragen bekommen zu meiner Fotobearbeitung. Und ja, dadurch, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte und ich es einfach voll nett finde, auch irgendwie mit Presets zu arbeiten. Oh mein Gott, ich merke gerade, wie viele Ameisen da sind. Da bildet sich gerade eine Ameisenkolonie um mich herum. Auf jeden Fall könnt ihr die Presets jetzt auf meinem Shop Anna Laura Loves finden. Ich habe euch das unten auch verlinkt. Ich habe zwei verschiedene Packages, also einmal die Essentials, das sind so die Dinge, die man gut verwenden kann, wenn man irgendwie, wenn man nicht gerade auf Reisen ist, kann ich es mir gut vorstellen, dass es gut passt. Oder wenn man auf Reisen ist oder wenn man einfach mal auch andere Presets verwenden mag, die kann man gut mischen auch irgendwie, habe ich noch ein Travel-Paket, das euch vielleicht auch interessiert. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr wollt, dass ich euch mehr zu meiner Fotobearbeitung oder Instagram oder irgendwas poste, dann schreibt es mir bitte einen Kommentar oder schreibt es mir eine E-Mail. Ich kann euch das gerne beantworten oder filmen. Ein Video dazu oder schreibe einen Blogpost, wenn euch das interessiert. Ein weiterer Random Fact. Ist das jetzt schon mein letzter? Ja. Mein letztes Update oder mein letzter Fact ist sehr, sehr random. Und zwar schaue ich unglaublich viel Friends momentan. Und es ist so, ich erzähle euch das, weil das wirklich so mein Jahr 2018 oder das Ende des Jahres 2018 perfekt beschreibt. Weil ich, glaube ich, wirklich jeden Abend oder jeden zweiten Abend so 5 Folgen Friends schaue. Das heißt, mein Freund ist schon etwas genervt wahrscheinlich, weil ich bei jeder Gelegenheit irgendwas von Friends erzähle. So, ah, das ist wie damals, wie der Joey das und das gesagt hat oder wie der Chandler das und das gemacht hat. Ja, wenn ihr auch Friends liebt, dann versteht ihr mich wahrscheinlich. Aber alle, die das noch nie gesehen haben, hassen mich wahrscheinlich dafür, dass ich, also gerade in meiner Gegenwart, dass ich das die ganze Zeit erzähle oder davon rede. Ja, das waren so meine Updates. Es hat echt mal wieder gut getan, vor der Kamera zu sitzen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es hat euch gefallen, mal wieder mehr über mich zu hören oder auch persönlich, was bei mir so abgeht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, gerne einen Kommentar und ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Tschüss!